Boris, lieber liebend. Samstag. Ich kann nicht schlafen. Ich habe beschlossen, mich nicht länger im Bett zu wälzen, sondern den Tag zu beginnen. Wenn ich aufstehe, muss Meck das auch. Es ist zwar erst vier, aber das tut nichts zur Sache. Den ersten meiner Anrufe drückt er noch weg. Den zweiten aber nimmt er an. Nachdem ich ihm mitgeteilt habe, dass ich zu frühstücken wünsche, sagt er nichts. Ich weiß, dass in seinem Kopf wüste Beschimpfungen vonstatten gehen. Aber das geht mich nichts an. Das, was in einem Kopf passiert, ist uninteressant für jeden anderen. Schon weil man nie genau weiß, was es ist. Mac bringt mir mein Frühstück, trägt aber leider nur Unterwäsche. Hm. Hm. Ich bereue es deshalb ihn geweckt zu haben. Da er derartig verschlafen aussieht, werde ich ihn erst später dafür rügen. Mac zieht sich sofort wieder zurück. Draußen ist es stockfinster. Warum kann ich eigentlich nicht schlafen? Sonst habe ich damit doch auch keine Probleme. Ich weiß schon warum. Inge fällt mir ein. Ihr Gesicht ist in meiner Erinnerung etwas verschwommen. Aber sie ist es. Ich bin verrückt nach ihr. Wieder rufe ich Mac an. Ich erkenne an seiner undeutlichen Aussprache, dass er sich wieder hingelegt hat. Er ist sauer, das merke ich. Aber ich brauche jetzt Schokolade, die er mir bringen soll. Ein paar Minuten später kommt er wieder herein. Wir haben keine Schokolade. Das macht nichts. Man kann ja nicht alles da haben. Es ist also nicht seine Schuld. Trotzdem soll er sofort losgehen und welche besorgen. Es muss aber Milka sein. Etwas anderes esse ich nicht. Wozu gibt es eigentlich Spätis? <laughs> Mac kann sich nur mühsam zurückhalten. Einige Flüche zwischendurch seine Zähne. Aber die behöre ich geflissentlich. Ich muß zugeben, daß auch ich keine Lust hätte, mitten in der Nacht loszulaufen, um Schokolade zu kaufen. Aber ich bin ja nicht er. Ich muß nicht nachts raus, um meinem Herrn zu dienen. Als er die Wohnung verlassen hat, regle ich mich wieder in den Kissen. Will ich eigentlich Schokolade essen? Ich kann es mir ja noch überlegen. Als Mac zurückkommt, bin ich eingenickt. Im Halbschlaf bekomme ich mit, dass er in mein Zimmer kommt. Ich mache mir nicht die Mühe, die Augen zu öffnen. Das wäre ja noch schöner. Um halb elf wache ich wieder auf. Es ist taghell. Auf dem Nachttisch liegen fünf Tafeln Milker in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Aber ich habe keine Lust darauf. Meck scheint ebenfalls noch nicht wach zu sein. Ich rufe nach einem Cappuccino. Völlig zerknautscht serviert Meck das Gewünschte. Er hasst mich. Das sehe ich. Sehr gut. Ich teile ihm mit, dass er die Tafeln wieder in die Küche bringen kann. Er setzt an, mir zu erzählen, wie schwer es war, sie zu besorgen. Ich unterbreche ihn wirsch. Was gehen mich seine Probleme an? Und überhaupt, seit wann darf das Personal den Dienstherrn ansprechen? Ich habe etwas übertrieben, aber die Wirkung gefällt mir. Mac verschwindet so schnell er kann. Ich laufe Gefahr, irgendwann von ihm ernsthaft verletzt zu werden. Vielleicht sollte ich ihm eine kleine Pause gönnen. Ich ringe mich also dazu durch, ihm heute freizugeben. Soll er machen, was er will. Aber das Auto bleibt stehen. Das ist meins. Auch wenn ich nicht fahren darf. Mac brummt etwas, das ich als Danksagung auffasse. Dann verschwindet er aus der Wohnung. Kurz darauf fällt mir ein, dass ich noch einen Cappuccino trinken möchte. Als ich ihn anrufe, klingelt es nebenan. Der hat doch tatsächlich sein Smartphone vergessen. So etwas ist nachlässig. Ich werde das ansprechen. Nur weil er frei hat, heißt das noch lange nicht, dass er mir nicht zur Verfügung stehen muss. Hier ist in der letzten Zeit einiges eingerissen, das ich nun bald korrigieren möchte. Er hat mir auch keine Kleidung hingelegt. Ich muss also alles selbst aussuchen. Ich wähle eine Jeans und ein T-Shirt. Im Gegensatz zu sonst bemerke ich, dass das nicht besonders vorteilhaft aussieht. Im Spiegel schaut mir eine Presswurst entgegen. Mein Bauch- und Brustansatz lassen sich nur mühsam durch die Textilien zähmen. So geht das nicht. Die Hemden sind alle ungebügelt. Eine Nachlässigkeit, die ich meck meist durchgehen lasse, weil ich nachvollziehen kann, dass das eine unangenehme Tätigkeit ist. Nun stehe ich aber dumm da. Ich probiere einige Sachen an, komme aber zu dem Schluss, dass ich mir nicht gefalle. Am Ende entscheide ich mich dafür, ein Anzugsacco über dem T-Shirt zu tragen. Socken lasse ich weg, denn es ist dafür zu warm. Trekking Sandalen müssen reichen. Ich bin mir nicht sicher, ob das alles zusammenpasst. Ich habe keinen Sinn für Mode oder überhaupt Geschmack in irgendeiner Richtung. Ich verlasse die Wohnung, weil ich meine Sehnsucht befriedigen muss. Es ist wirklich zu warm draußen. Schon nach einigen Schritten merke ich, dass mir der Schweiß den Rücken entlang läuft. Soll ich doch wieder nach Hause gehen? Aber ich brenne darauf, Inge zu sehen, dass ich schon bei dem Gedanken unruhig werde, sie heute nicht zu Gesicht bekommen zu können. Ein Hund, der mir viel zu energetisch entgegenkommt, kläfft. Der will nur spielen, versichert mir die Besitzerin. Sie sieht mich misstrauisch an. Wahrscheinlich hält sie mich für einen Penner. Trotz des Preises der Sachen, die ich anhabe. Manchmal kommt es eben nicht darauf an, was man anhat, sondern auf die Person, die sich hinter der Kleidung versteckt. Ich bin eben schwer zu übersehen. Ich habe schon mal mit dem Gedanken gespielt, mich von einem Designer beraten zu lassen. Dann aber habe ich entschieden, dass es mir vollkommen egal ist. Wer reich ist, braucht sich um die Meinung anderer nicht zu scheren. Nach diesem Motto lebe ich sehr gut. Ich laufe die Zillestraße entlang. Es ist laut. Die Autos stören mich. Meist lasse ich mich umherkutschieren. Das Laufen heute ist daher ungewohnt. Ich merke, dass ich nicht in Form bin. Mein Atem geht immer schwerer. Daher entscheide ich mich für eine Pause im Exclusive-Café. Es ist ziemlich voll. Kein Wunder. Samstag haben alle anderen ebenfalls frei. Der Cappuccino ist besser als der, den Mac macht. Vielleicht sollte ich ihn mal hier in die Leere schicken. Es ist erschreckend, dass ich nicht mal ein paar hundert Meter laufen kann, ohne zu schnaufen wie ein Walross. Ich müsste meinen Lebensstil umstellen, aber dazu fehlt mir die Energie. Und warum auch nicht. Manchmal ist es besser, so zu bleiben, wie man ist. Nach zwanzig Minuten habe ich mich erholt und kann meinen Weg fortsetzen. Bald schon schwenke ich ein auf den Kaiserdamm. Es ist nicht mehr weit bis zur Wilmersdorfer, meinem Ziel. Für Inge mache ich das, ohne mich zu beschweren. Inge habe ich vor zwei Wochen getroffen. Sie ist mir aufgefallen, als ich gerade eine Kleinigkeit bei Rogacki gegessen habe. Sie ist an mir vorbeispaziert und hat in meine Richtung geschaut, ohne mich wahrzunehmen. Dann bin ich ihr einfach gefolgt. Inge arbeitet bei Lidl in der Wilmersdorfer. Ich weiß, wie sie heißt, weil das auf ihrem Namensschild steht. Sie ist keine klassische Schönheit, um es mal so auszudrücken. Ein wenig stabil, mit kurzen blonden Haaren, erinnert sie mich an meine Mutter. Vielleicht benutzt sie auch dasselbe Parfum wie sie, aber sicher bin ich mir nicht. Ich stehe eine Weile vor dem Discounter und versuche, das Innere des Ladens zu erkunden. Gar nicht einfach, weil das größte Fenster mit einem riesigen Werbeplakat bedeckt ist. Ein Penner spricht mich an, möchte Kleingeld von mir. Sehe ich so aus, als ob ich Kleingeld hätte? Scheine habe ich, aber kein Kleingeld. Er nimmt offensichtlich auch Scheine. Ich teile ihm mit, dass er zur Hölle fahren kann. So ein unnützes Wesen. Der tut doch nichts für die Gesellschaft. Die Ironie, dass auch ich in diesem Fall untätig bin, fällt mir erst später auf. Es ist lustig. In jedem Fall möchte ich mich mit dem Typen nicht länger unterhalten. Nachher bekomme ich noch irgendeine Krankheit. Oder schlimmer. Vielleicht ist auch Armut ansteckend. Ekelhaft. Ich flüchte in den Laden. Keine Ahnung, ob Inge heute Dienst hat. Langsam gehe ich durch die Reihen. Was mache ich hier eigentlich? Es riecht streng. Ich bin mir sicher, dass ich es nicht bin, der so stinkt, obwohl auch ich sicher ein gewisses Aroma versprühe, dank der viel zu dicken Sachen, die ich an einem warmen Tag wie diesem trage. Da ist sie. Inge fährt gerade eine Palette mit Waren aus dem Lager in den Laden. Ziemlich drall. Sie gefällt mir immer besser. Ich bemerke ein kleines Tattoo auf ihrem Hals. Soll auch ich mir eines stechen lassen? Ich kann leider nicht erkennen, was es darstellen soll. Dafür müsste ich näher an sie heran. Aber dann würde sie mich bemerken. Das geht nicht. Dafür bin ich noch nicht bereit. Sie macht Anstalten, sich umzudrehen. Da sie mich dann sehen könnte, verschwinde ich im nächsten Gang, stoße dabei fast mit einer dicken älteren Türkin zusammen, die ganz in Schwarz gekleidet ist. Die sieht mich nur böse an. Ich zucke mit den Schultern. Was kann ich dafür? Inge lässt alles stehen und liegen und eilt an die Kasse. Da ist es anscheinend ziemlich voll. Vielleicht wäre das die beste Gelegenheit, sich ihr zu zeigen. Natürlich könnte ich einfach so verschwinden. Aber dann wäre ich heute Abend enttäuscht. Ich greife in eines der Regale und fische etwas heraus. Zahnbürsten. Warum nicht? Das ist unverfänglich. Dann stelle ich mich bei ihr an der Kasse an. Inge ist ziemlich wirsch, bleibt aber trotz des Chaos höflich. Vielleicht schenkt sie mir ja ein Lächeln, wenn ich dran komme. Ich habe keine Ahnung, wie man sich hier beim Bezahlen verhält. Ich lege einfach meine Zahnbürsten auf das Band. Vor mir steht die dicke Türkin, die mich wieder böse ansieht. Sie schiebt meine Zahnbürsten weiter nach hinten, weil sie noch nicht fertig damit ist, ihre Sachen auf das Band zu legen. Hinter mir keift jemand. Es schwant mir, dass ich es bin, der hier angefeindet wird. Plötzlich bin ich verunsichert. Das ist nicht mein Terrain. Worauf habe ich mich eingelassen? Aber zurück kann ich auch nicht mehr, denn hinter mir steht jemand mit einem riesigen Einkaufswagen, der bis oben hin vollgepackt ist. Da komme ich unmöglich vorbei vor mir steht die kleine aber enorme Türken da passt kein blatt zwischen hintern und begrenzung schon gar nicht ich mit meiner vollschlanken wanne so also bleibe ich stehen und warte beobachte dabei verstohlen inge der ich immer näher komme jetzt bin ich dran die kasse piept als meine zahnbürsten über den scanner geschoben werden 1 Euro und ein paar zerquetschte Inge sieht mich nicht mal an ist das gut oder schlecht ich ziehe meine Brieftasche aus der tasche und gebe ihr einen der scheine der drin steckt 200 Euro bei ihnen piept es wohl höre ich sie sagen Inge sieht mich wütend an ich stammel nur etwas werde dabei puterrot Dabei ziehe ich meine Kreditkarte hervor. Platinum natürlich. Amex nehmen Sie nicht. Nur EC-Karte, Visa oder Master. Klasse. Ich möchte sagen, dass ich nur den Schein oder die Karte habe. Aber es kommt nichts heraus. Meine Kehle ist wie zugeschnürt. Inge schnauft, öffnet die Kasse und zählt das Wechselgeld ab. Mit einem Blick, der töten könnte, drückt sie mir das Wechselgeld in die Hand. Ich spüre den Druck, den sie dabei ausübt. Sie schüttelt mit dem Kopf, als ich den Kassenbereich verlasse. Das lief nicht sehr gut. Plötzlich, noch im Innern des Ladens, höre ich ein Kichern, das mir bekannt vorkommt. Ich schaue auf und sehe das Gesicht von Mac. Der hat alles beobachtet. Er ist kurz davor, in schallendes Gelächter auszubrechen. Daher flüchte ich aus dem Laden. Mac folgt mir. So ein unangenehmer Mensch. Ich spüre, dass ich noch röter werde. Ich weiß gar nicht, was schlimmer zu ertragen ist Inges Zorn oder Macs Spott. Der hat alles gesehen, von Anfang an. Nicht nur die peinliche Szene an der Kasse. Auch das Beobachten von Inge im Laden. Meck fasst sich an die Brust, schaut scheinheilig nach oben und seufzt künstlich. Dabei geht er etwas in die Knie. So ein penetrantes Arschloch. Zu allem Überfluss läuft Meck mir nun auch noch nach. Ich werde ihn einfach nicht los. Höre ihn kichern. Er sagt nichts weiter. Aber das muss er auch nicht. Zu Hause angekommen, verzieht er sich, aber ich weiß, dass er eine Weile gut gelaunt sein wird. Ein unerträglicher Gedanke. Mit Schrecken fällt mir ein, dass ich die zwanzigtausend noch gar nicht ausgegeben habe. Wie konnte ich das nur vergessen? Mac bringt mir das iPad. Sein dummes Grinsen geht mir auf den Wecker. Ich will ihn heute nicht mehr sehen, da er, Schicke ich ihn fort. Ich fackle nicht lang, bestelle einfach Wein für 20.000 Euro. Das mache ich immer so, wenn mir partout nicht einfällt, was ich mit dem Geld machen soll. Die Bestellung ist auch eine kleine Rache für Mac. Der hat mir neulich gesagt, dass der Weinkeller unten schon überquält. Aber das ist sein Problem. In jedem Fall bin ich vollkommen erschöpft. Ein blöder Tag. Und anstrengend. Ich wünschte, das Leben wäre einfacher.